Hallo liebe Freunde, willkommen zu Gott auf meiner Seite. Heute mit Seite 936. Lasst uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, wir möchten dich nicht vergessen. Wir möchten bei dir bleiben, auch heute an diesem Tag. Wir möchten nicht von dir abweichen. Wir möchten dich bitten, dass du uns heute etwas über dich zeigst, dass wir dich besser verstehen, dass wir unserer unsere Liebe zu dir gestärkt werden. Und dass wir ermutigt werden, an dir festzuhalten, komme was da wolle. Herr, gib, dass wir sehen, wie schön dein Charakter ist. Und sprich durch dein Wort, durch dein kraftvolles Wort zu uns heute. Das bitten wir im Namen Jesu. Amen. Wir sind in Hosea Kapitel 10. Gott spricht über Israel und sagt: Es ist ein rankender Weinstock. Der für sich selbst Frucht bringt, dass je mehr er sie das gesegnet hat, desto mehr haben sie Götzen hervorgemacht. Und in unserem Leben sehen wir das oft auch, dass je mehr Gott uns segnet, wir es umso mehr auf uns selbst münzen, für unsere eigene Kraft halten. Und Gott möchte ihnen zeigen, dass das nicht wahr ist. Wir lesen weiter in Hosea 10 und dort Vers 2. Ihr Herz ist falsch. Nun sollen sie es büßen. Er wird ihre Altäre zerschlagen, ihre Götzenbilder zertrümmern, was immer wir zu unseren Götzen gemacht haben. Gott wird diese Götzen zerschmettern. Seines Personen, seines Gedanken, seines Pläne, was immer wir über Gott stellen, wird in unserem Leben zu Bruch gehen. Wenn unser Herz falsch ist, werden wir es büßen. Dann werden sie bekennen müssen, wir haben keinen König mehr, weil wir den Herrn nicht fürchteten. Und ein König, was kann der uns helfen? Das Nordreich Israel versank tatsächlich dann im politischen Chaos, im Bürgerkrieg, bis irgendwann das Königreich komplett von den Assyrern eingenommen wurde. Wenn man Gott nicht fürchtet, dann hilft auch keine menschliche Macht. Leere Worte reden, falsche Eide schwören. Bündnisse schließen, so das Gericht aufsprost wie Giftkraut aus den Furchen des Ackers. Um das Kalb von Beth-Awen, also Beth-El, wie wir schon an anderer Stelle gelernt haben, wird den Einwohnern von Samaria Bange sein. Ja, seine Bevölkerung trauert darum und seine Götzenpriester zittern seinetwegen, wegen seiner Herrlichkeit, weil sie von ihnen weggeführt wird. Ja, es selbst wird nach Assyrien gebracht als Tribut für den König Jahre. Wir haben schon gelernt, das ist ein allgemeiner Begriff für die Streitlustigkeit, für die kämpferische ähm, ja, äh, Gewalttätigkeit der assyrischen Könige, die zu dieser Zeit weit ausgegriffen haben, verschiedene Himmelsrichtungen, vor allem auch an die Levante, an das heutige Syrien, Libanon und äh, Israel. Scham erfasst I Ephraim und Israel muss sich seines Rates schämen. Samarias König fährt dahin wie ein zerbrochener Zweig, der auf der Wasserfläche schwimmt, mit anderen Worten, der keinen Halt hat, der einfach hin und her getrieben wird von den Umständen. So werden die Höhen von Auen, die Sünde Israels, verwüstet. Dornen und Disteln werden auf ihren Altären wachsen. Da werden sie zu den Bergen sagen: Bedeckt uns! Und zu den Hügeln fällt über uns. Und hier horchen wir auf, denn. Wir kennen diese Worte, wenn wir die Offenbarung etwas kennen. Diese Worte werden gesprochen werden am Ende der Zeit in Offenbarung 6, 6 Vers ab, äh, im sechsten Siegel dann. Dort werden diese Worte gesprochen von Menschen, die sich gegen das Evangelium entschieden haben, die das Evangelium abgelehnt haben und die dann angesichts des Gerichtes Gottes, angesichts des Zornes des Lammes lieber tot sein möchten als Jesus in die Augen zu sehen. Wie schlimm ist die Sünde, dass sie unser Herz so verfinstert, dass wir am Ende lieber tot sein möchten, als Jesus in die Augen zu sehen. Seit den Tagen von Gebea hast du gesündigt Israel. Dort sind sie stehen geblieben, sollte sie nur nicht auch in Gebea den der Krieg erreichen, der gegen die frevelhaften Kinder geführt wird. Ich will sie züchtigen nach Herzenslust und es sollen Völker gegen sie versammelt werden zur Züchtigung für ihre zweifache Schuld. Ephraim ist eine ans Joch gewöhnte junge Kuh, die gerne drischt. Aber ich fahre über ihren schönen Hals. Ich will Ephraim anspannen. Juda soll pflügen, Jakob soll ecken. Es kommt das Gericht, aber Gott sieht noch eine Chance, eine Möglichkeit, das Volk zur Umkehr zu bewegen. Sät euch Gerechtigkeit. Erntet nach dem Maß der Gnade. Wenn wir uns für Gerechtigkeit entscheiden, wenn wir uns zu Gott hinwenden, wenn wir äh, investieren in ein Leben mit Gott, dann werden wir ernten. Und zwar nach dem Maß der Gnade. Nicht nach dem Maß unserer Anstrengung, sondern nach dem, was Gott schenkt. In Hülle und Fülle über alle Maßen. Pflügt einen Neubruch, denn es ist Zeit, den Herrn zu suchen, bis er kommt und euch Gerechtigkeit regnen lässt. Wir haben in Hosea 6 gesehen, dass Gott unserem Leben auftreten möchte, wie ein, ein, ein wie der Morgen, der das Morgenlicht, das sicher ist, wie der Spätregen, der das Land benetzt, ein Bild für die Gerechtigkeit. Gott lässt Gerechtigkeit regnen. Gerechtigkeit ist nicht unser Werk. Wir müssen investieren, wir müssen sehen, wir müssen ähm, sagen, dass wir etwas wollen, dass wir Gerechtigkeit, Wahrheit, Liebe, ähm, Gnade uns wünschen in unserem Leben. Gott lässt die Gerechtigkeit, seine eigene Gerechtigkeit regnen, damit all das in meinem Herzen wachsen kann. Aber dazu müssen wir einen Neubruch pflügen. Wir müssen den Herzensboden umpflügen. Wir müssen ihn aufbrechen, die Herzenshärtigkeit beseitigen, Luft ranlassen sozusagen, die alten Dornen und Disteln herausreißen, damit sie das, was Gott in unserem Leben pflanzen möchte, nicht wieder kaputt machen. So wie wir das im Gleichnis von den vier Böden. In Matthäus 13 zum Beispiel sehen können. Als ihr Gesetzlosigkeit pflügtet, habt ihr Unheil geerntet und die Frucht der Falschheit gegessen, weil du dich auf die Menge, auf deine Wege und die Menge deiner Helden verlassen hast, so soll sich Kriegslärm gegen deine Bevölkerung erheben und alle deine Festungen sollen zerstört werden, wie Schalman Beth Arbel zerstörte am Tag des Kampfes und die Mutter samt den Kindern zu Boden streckte. Wenn wir mit Sünde umgehen und Sünde in unserem Leben dulden und immer wieder aussäen, dann werden wir das Unheil ernten. Das ist, was die unmissverständliche Botschaft im Buch Hosea ist. Eine Botschaft, die ich in meinem Leben erlebt habe und die ich denke, wir alle bejahen können, wenn wir ganz ehrlich zu uns selbst sind und Gottes Wort hier auf uns wirken lassen. Der Schallmann dürfte vermutlich Salmanasse der Fünfte hier sein, der zu dieser Zeit dann gegen israel krieg geführt hat und der es dann war der kurze zeit später die stadt samaria dann einnahm und damit das schicksal des reiches israel des nordreiches für immer besiegelte das sind also aufrufe gottes kurz vor dem absoluten ende letzte verzweifelte versuche den die hand noch einmal auszustrecken noch einmal anzufangen neu zu beginnen umzukehren eine erweckung zu erleben bis zum schluss hat Gott alles getan, was er konnte. Und er wird bis zum Schluss alles tun, was er kann, um dich und mich vor der Zerstörung der Endzeit zu bewahren und zu retten. Dasselbe Geschick bringt Betel über euch um eurer großen Bosheit willen. Beim Anbruch des Morgenrots wird der König Israel völlig vertilgt sein. Als Israel jung war, liebte ich ihn. Und aus Ägypten habe ich meinen Sohn gerufen. Das ist so interessant, denn von Mose wissen wir, dass Gott tatsächlich durch Mose dem Pharao sagen ließ, dass Israel der erstgeborene Sohn ist. Und diese Prophezeiung hat eine tiefe, oder diese, diese Textstelle in diesem prophetischen Buch, hat eine tiefe theologische Bedeutung, denn Jesus ist der Sohn Gottes. Und auch er wurde aus Ägypten gerufen, mit anderen Worten. Gott sagt hier, ich habe das Volk Israel so lieb. Wie ich meinen Sohn lieb habe. Wenn wir Jesus nachfolgen und seine Erlösung annehmen, dann hat Gott mich und dich so lieb, wie er seinen eingeborenen Sohn Jesus lieb hat. Ist das nicht interessant? Ist das nicht schön? Aber sobald man sie rief, fanden sie sich vom Angesicht der, Ruf des, der Rufenden ab. Den Baalen opferten sie und den Götzenbildern räucherten sie. Gott hat sie herausgeführt, er hat sie freigemacht aus der Knechtschaft. Aber stattdessen haben sie ihn enttäuscht und haben ihm den Rücken zugekehrt. Und ich war es doch, der Ephraim gehen lehrte, der sie auf seine Arme nahm, so wie ein Vater seinem Kind beibringt, wie man geht, es auf den Arm nimmt. Aber sie haben nicht erkannt, dass ich sie halte. Gott hat sie aufgezogen, Gott hat ihnen das Gehen beigebracht, er hat sie geheilt. Sie haben es nicht gemerkt. Merken wir, wie viel Gutes Gott in meinem Leben, in deinem Leben tut? Merken wir das? Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Gott zieht uns nicht mit Ketten der Knechtschaft, sondern er wirbt um uns. Er lädt uns ein. Er, er, er versucht, das zu zeigen, wie gut er es mit uns meint, damit wir aus eigenem Antrieb freiwillig ihm folgen. Nicht, weil wir gezwungen sind. Mit menschlichen Banden zog ich sie, mit Seilen der Liebe. Ich hob ihnen gleichsam das Joch auf vom Kinn und neigte mich zu ihnen, um ihnen Nahrung zu geben. Er möchte uns segnen. Er soll nicht nach dem Land Ägypten zurückkehren, sondern der Assyrer soll ihr König werden, weil sie nicht umkehren wollen. Hier wird deutlich, dass, was wir vorher im Buch Hosea gesehen haben, dass sie nach Ägypten zurückkehren, symbolisch gemeint war. Sie werden also wieder in die Knechtschaft der Sünde zurückverfallen. Aber real, politisch, werden sie vom König Assyrien besiegt werden und werden von dem dann in alle Himmelsrichtungen verteilt werden, dort wo assyrische Soldaten die Herrschaft haben oder die Kontrolle haben, der König von Assyrien regiert. Und genau das ist leider auch passiert. Die Assyrer haben das Nordreich Israel verwüstet und die Israeliten an alle möglichen Stellen im Assyrischen Reich verteilt. Und das Schwert soll in ihren Städten umgehen und ihre Riegel vernichten, also das, was man gebaut hat, um die Städte zu beschützen, und sie wegen ihrer Ratschläge verzehren. Mein Volk hält am Abfall von mir fest. Ruft man es nach oben, so erhebt sich gar niemand. Das ist das Problem. Gott hätte ihre ihren Abfall vergeben können. Er hätte ihre Sünden reinigen können. Er hätte Sie erlösen können, egal wie viel sie gegen ihn gesündigt haben. Aber sie hätten horchen müssen, sie hätten reagieren müssen, sie hätten es annehmen müssen. Und das taten sie nicht. Sie haben am Abfall festgehalten, sie haben an die, die Sünde festgehalten. Sie haben dem Aufruf Gottes nicht Folge geleistet. Sie haben sich nicht erhoben, sie sind nicht aufgestanden, als der Aufruf kam, wer möchte gerettet werden? Und dann kommen sehr bewegende Worte. In Vers 8. Wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wir haben gerade gesehen, was Gott nüchtern sagt. Das und das wird passieren. Das Land wird zerstört werden. Ihr werdet dem König von Assyrien dienen. Ihr werdet verschleppt werden. Die Städte werden vernichtet werden. Das wird passieren. Und jetzt bekommen wir einen Blick in das Herz Gottes. Wie könnte ich dich dahingeben, Ephraim? Wie könnte ich dich preisgeben, Israel? Wie könnte ich dich behandeln wie Adama? Dich machen wie Zebuim? Das sind ja Städte, die mit Sodom und Gomorra verloren gingen. Mein ganzes Herz sträubt sich dagegen. Mein ganzes Mitleid ist der Gott möchte uns nicht strafen. Er möchte nicht, dass wir verloren gehen. Er möchte, dass alle Raum zur Buße haben, wie es 2. Petrus 3 sagt. Gott hat keinen Gefallen am Tod der Gottlosen, wie er in Hesekiel gesagt hat. Und als es jetzt soweit ist, als alle Hoffnung dahin zu schwinden, droht, dass überhaupt noch jemand sich bekehrt, sagt er, das muss ich jetzt tun, aber ich will ja gar nicht. Ich will euch ja nicht vernichten. Ich will ja nicht, dass ihr sterben. Wie, wie kann ich? Aber Gott ist gerecht, er muss. Er kann nicht die Menschen für ewig in der Sünde leben lassen. Er muss Gerechtigkeit walten lassen. Aber es schmerzt ihn so. Lieber Freund, liebe Freundin, jeder Mensch, der verloren geht, bewirkt das hier im Herzen von Gott. Jeder Mensch, der das Evangelium ablehnt, verleugnet, nicht haben will, bewirkt dieses, diesen Vers im Herzen unseres Erlösers. Ich will nicht handeln nach der Glut meines Zorns, will Ephraim nicht wiederum verderben, denn ich bin Gott und nicht ein Mensch, als der Heilige bin ich in deiner Mitte und will nicht in grimmigem Zorn kommen. Und hier ist das Schöne, weil Gott so ist, wird er zwar das Gericht hier ausführen, aber es wird nicht das Ende sein. Es wird wieder eine Hoffnung geben, wieder eine Wiederherstellung. Wir haben das ja am Anfang von Hosea gesehen. Auch wenn sie dann nicht mehr sein Volk sind, können sie, weil sie unter den Heiden zerstreut sind, wieder Gottes Volk werden. Denn Gott, und das ist ja das, das Schöne, dann auch im Neuen Testament wird ja das Evangelium zu allen Völkern bringen. Deshalb, selbst wenn die Israeliten jetzt unter die Heiden zerstreut werden, wird das Evangelium sie doch wieder finden. Sie können wieder umkehren. Gott wird kein vollständiges Ende machen. Gottes Gnade ist noch nicht zu Ende auch in deinem Leben noch nicht. Lieber Freund, liebe Freundin, glaube, dass Gott dich retten möchte. Lass uns gemeinsam beten. Lieber Vater im Himmel, danke, dass wir Einblicke bekommen in deine Emotionen. Du wünschst dir so sehr, dass Menschen ewig leben und dass es ihnen gut geht. Und du bist so traurig, dass sie ständig falsche Entscheidungen treffen und dich ignorieren und dir nicht glauben. Herr, lass uns Menschen sein, die dir glauben. Lass uns Menschen sein, die sich bewegen lassen von diesen bewegenden Worten, wie es in deinem Herzen aussieht. Herr, wir danken dir, dass du uns so lieb hast, obwohl wir es nicht verdient haben. Und aus Liebe zu dir wollen wir zu dir kommen und deine Erlösung in Anspruch nehmen. Hab Dank dafür. Amen.